Das Bellagio, das Mirage und das MGM Grand. Und damit willkommen zurück zu Faces of Death. Oder Death of Faces. Oder of Faces Death. Oder Death Faces Off. Oder Faces Death Off. Wie ihr wollt. Ihr könnt es aussprechen, wie ihr wollt. Und wir drücken auf Spielladen und spielen weiter bei Spielstand 1 mit David Level 3 und K45. Und los geht's! Und die Musik setzt ein und umhüllt uns schon mit einer Art Danke-Blitz, dass du mir rein. Das Musik setzt ein und umhüllt uns schon mit einer atmosphärischen Fick-Orgie. Nein, die Wand sieht brüchig aus. Ich stelle mal den Ingame-Sound leiser, 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 leiser. So. Im Prinzip geht es hier jetzt weiter. Das heißt, wir verzweifeln genauso wie letztes Mal. Ist das nicht genial? Nein. Nein, es ist nicht. Okay, suchen wir einfach jede Stelle ab. Ne? Vielleicht sagt er mal, die Stille da draußen ist ziemlich unheimlich. Nicht mal der Wind. Nicht mal der Wind in den Bäumen ist zu hören. Buwala. Sieh an! Etobus. Aha! Haha! Welcher Trottel soll denn da drauf kommen, ey? Ah, so ein Trottel, ey. Hoffentlich geht bald die Sonne auf. Die Stille macht mir Angst. Ah, großer Raum. Kleine Wände, ja. Jetzt bringen wir den Sprengstoff hier an. Sieht gut aus. Soll ich jetzt mit dem Sprengstoff aufsprengen? Fragezeichen. Wen fragst du eigentlich? Nein, also wen fragst du, ob du das aufsprengen willst? Wen? Das ergibt keinen Sinn. Aber okay, ja, sagen wir ja. Und jetzt gehen wir rein ins Bellagio. Und ein alter Mann. Und Skelette, die ein bisschen zu groß sind. Was sind das bitte für Skelette? Oh mein Gott! Die sind durch eine Anomalie gekommen! Oh mein Gott! Verdammt! Ah, Anus! Aha, und jetzt? Na, du willst mir nicht erzählen, dass sie da jetzt hat jeden einzelnen von die Viecher herputzen muss. Ja, danke, danke, ja, ja, super, jetzt bin ich hier. Wie sind die Rentner bei der... Nein, okay, das war natürlich gewollt, ich wollte euch zeigen, ich wollte euch mal den genialen, Game Over Screen zeigen, der wirklich fabulös gezeichnet worden ist, natürlich nicht selbst geklaut. Das wäre ja sonst ein bisschen ja. Ich halte einfach meine Fresse und sprengen wir die Tür auf. Oder was das sein soll. Gehst du durch? Gut. Suchen wir erstmal alle Skelette, bevor wir überhaupt irgendeinen Hoden hier nehmen. Einen Ersatzhoden, ne? Einen Ersatzhoden. Weil wir haben ja keinen Hoden, ne? Wir sind männlich, wir haben keinen Hoden. Männer haben doch keinen Hoden, ne? Immer, hä? Ich glaube, der heute scheiße, ne? Wir müssen die ja weiter ernsthaft. Oh mein Gott. Ja, fick dich ins Anus, fick in Overgame. Oh mein Gott, it sucks. And it sucks so bad. Really bad ass. 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 Okay. Sieh an, etwas Bangstoff. Ich bin auf einmal mehr. Aber wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir heilen uns. Die machen aber viel Schaden, ne? Egal. Verbrauchen wir mal eins. Aber wenn die so viel Schaden machen. Oder hat er mich 5-mal getroffen? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, der hat mich nur 2-mal getroffen. Aber dann machen die ja immensen Schaden. Wir nehmen das blaue Gehirn da. Gibt's der? Ah, Hurerei ums Heck. Ja, was dämmer? Ja, wie dämmer? Ich meine. Da ist Wasser, ne? Du kannst es ja auch einfach reinspringen und... Nein, das tust du natürlich nicht.
denn du bist awesome. Ich habe eine Oma umgebracht, oh mein Gott. Ja, wahnsinnig gut gemacht. Das war jetzt gut. Yay! Yeah. Ich kann es, weil ich es kann. Yeah! Yeah! Jetzt erlebt ihr mich in Höchstform. Ich bin David, der Zombie-Schlechter. Oh shit. Das war unepisch. Ja, fick dich ins Knie, du Scheiß. Du Scheiß. Yeah, zwei auf einen Steich und das Blut hat sich nicht verdickt. Yeah, jetzt kann ich noch. Ah, fick dich ins Knie. Oh ja. Blutflecken, die aussehen wie rote Scheiße. Nein. Und hier ist noch ein Junge. Wow. Die Statuen gefällen mir, ja. Und diese Gesichter da drüben. Ha, die erinnern mich ein bisschen an Terranigma. Hoch ein bisschen und ja, ein klein bisschen. Egal, gehen wir weiter. In einer guten, schönen Wasserwelt. Lasst mich raten, ich muss das Skelett jetzt zusammenfügen. Ja. Yeah. Ah, und dann kommen wir ins Mirage rein. Okay. Also jetzt sind wir im Bellagio. Und danach kommen wir. Wie soll das. Ach so. Ja, ja. Ja, ich habe schon eine Ahnung, wie das gehen könnte. Ja, dann schieben wir erstmal den Penis mit dem Knorpel vorne ran da. Dann, dann ist da der Penis und da haben wir eine Vagina. Die Vagina pressen wir an den Penis. Und dann haben wir noch einen Kehlkopf. Und den Kehlkopf bringen wir in den Anus. Denn dann haben wir ein vollständiges Skelett. Nur dann. Und der hat sich von selbst bewegt. Und jetzt ist nichts passiert. Und jetzt ist nichts passiert. Das heißt, das ist das Stichwort, dass etwas passieren soll. Behindert. Ja, was ist jetzt passiert? Was war das jetzt? Ach so! Hä? Das war vorher. Na, egal. Ja. Dem Entwickler, dem fehlt's doch oben, ne? Ein Schluck Mineral. Und dann gehen wir ins Mirage. Nochmal kurz durchatmen. Und 3, 2, und 3, 2, 1. Ah, ficken. Oh. Spiel lernen. Oh nö. Los. Ficken. Sie haben etwas Sprengstoff. Und jetzt gehen wir ins Bellagio. Und danach ins Mirage. Und danach ins MGM Grand. Und dann rauben wir alles aus. Denn wir sind Danny Ocean. Und jetzt müssen wir die alle wieder ficken. Hey du, Alter, oh boy, ich will so eine Pegel-Solution. Nein. Das war ekelhaft. Stellt euch das mal vor. Alten Mann den Penis. Das ist doch ekelhaft. Gott. Ja, geil, fick. Ich sag so oft fick. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Sprachschatz ist nicht weit ausgebildet. Ich bin dumm. Ich bin behindert im Hirn. Und ist doch egal. Wir sind hier umgeben von Zombies, die mit zwei Schlägen unserer stachelhautigen Haut tot sind. Das heißt, ich darf ein bisschen dämlich sein und ein bisschen ekelhaft, weil ich meine, das ist doch hier auch ekelhaft. Ich meine, so Menschen in ihrer natürlichen Form darstellen, das ist doch. Oh Mann. Das tut man nicht. Jetzt speichern wir, dann müssen wir die Scheiße nicht nochmal machen. Was sonst müssen wir die Scheiße nochmal machen? Ah, wenn wir die Scheiße nochmal machen müssen, dann müssen wir uns einen Zeh in den Hintern reinstecken. Ein Zeh. Ja. Damn. Und jetzt gehen wir ins Bellagio.
Jetzt sind wir im Bellagio. Und jetzt müssen wir die Vorhaut wieder... Nein, das ist der Knorpel vom Penis, den wir jetzt schieben. Den schieben wir jetzt darunter. Jetzt schieben wir die Eichel nach. Das ergibt keinen Sinn, weil die Eichel ist natürlich viele Meter von dem Ding entfernt, was so viel heißt. Dieses Exemplar, wie ihr hier sehen könnt, hat zweimal Eicheln, das heißt zwei Penisse, und kann somit gleichzeitig zwei weibliche Dinger befriedigen. Das ist geil, und hier geht's nicht auf. Nein, da muss man zuerst verlassen. Wow, geil gemappt, wow, Wahnsinn. Geil ist was? Was war das jetzt? Aber egal. Okay. Okay. Give me burgers, give me fries, give me salad on the side. Bams, bams, bams. Na, 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 na. Oh, ups. Yeah, okay. Was hab... Moment mal. Was haben wir gerade erhalten? Drei Medipacks? Drei verfickte Medipacks?